Die Rittertage in Uffenheim gibt es jetzt zum vierten Mal. Begonnen hat es nach einem Umzug vom 1. Mai, wo wir hier vorbeigeritten sind und ich dem Spaß gesagt habe, da könnte man mal tolles Turnier machen am Mittelaltermarkt. Würde bestimmt ankommen. Ab zwei Wochen später ist der Bürgermeister präsentiert und hat gesagt, das will ich haben. Und seitdem organisieren wir in Uffenheim Rittertage mit Erfolg. Steigende Besucherzahlen von Jahr zu Jahr. Freut uns, freut den Bürgermeister und die Gemeinde hat was davon. Da unser Markt ein offener Markt ist ohne Eintrittsgelder, ist es natürlich schwierig zu sagen, wir haben so und so viele Besucher gehabt letztendlich. Es sind geschätzte 5.000 bis 7.000 beim letzten Mal gewesen. Insgesamt über das ganze Wochenende, an dem Freitagabend, Samstag und Sonntag bis abends dann. Momentan ist das Wetter nicht ganz optimal, aber ich denke, wir werden die Zahl bestimmt auch wieder erreichen zu etwa. Die Highlights sind auf jeden Fall die Ritterturniere. Am Nachmittag spielt Ida und die Barbaren. Da geht es darum, wer darf die Prinzessin heiraten. Der Sieger natürlich. Durfte ganz fair ab, aber wir Ritter sind da sehr tolerant und lassen den Barbaren dann den Sieg. Am Abend haben wir das große Highlight, den Herrn der Finsternis. Ein Ritterturnier mit Feuershow. Alles sehr kompliziert vom Ablauf her. Und ein besonderes Highlight ist die Hexenverbrennung. Abends um 10:30, kurz vor Marktende. Hat für ein bisschen Skandal gesorgt, weil sich keiner genau vorstellen konnte, was da sofort passiert. Und wir haben das dann dreimal durchgespielt und letztendlich machen die das komplett wie Stand-Up-Comedy, nur im Ernst. Wir haben in diesem Jahr 9 Reiter mit Pferden dabei, wir haben 10 Passivanten, wir haben nochmal 10 Schauspieler in etwa, die auf der Bühne agieren, im Hintergrund Techniker und so weiter. Dazu bestimmt nochmal 20 Helfer auf dem ganzen Platz, inklusive der Security, da dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft. Die Leidenschaft bei mir kommt eigentlich aus der Arbeit mit den Pferden, in Zusammenhang mit dem Mittelalter, in Kombination Ritterturnier, perfekte Lösung. Die ganzen Mitwirkenden von uns sind ein bisschen mittelalteraffin, teilweise Freilichttheater in Giebenstadt sehr aktiv, schauspielerisch wie auch hinter der Bühne teilweise. Und uns ist es wichtig, gerade bei einem solchen Fest ohne Eintritt den Besuchern von Uffenheim und auch den Bürgern von Uffenheim zu zeigen. So war es früher teilweise, vor allem die Lagergruppe stellt es gut dar. Und einfach Spaß zu ermöglichen, ohne großes Geld auszugeben.